Das habe ich gesehen, aber dass es da ist, aber nicht, was wirklich drin war. So, Ey, da das ist Game ist ein da. Game. Ja. Ist ein ganz neues Game. Da kam eine Demo raus, war von, ich nenne es mal meiner Speedrunning-Community, in denen ich drin bin, war das wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. Weil es wieder ein Movement-basierendes First-Person-Spiel ist. Ist halt übertrieben gut. Naga, bitte löschen Sie dies. Auf jeden Fall ist das ziemlich neu rausgekommen. Movement ist halt übertrieben geil mal wieder. Und mein Lieblingsrunner Brian Hutto ist auch mal wieder da. Hallo Brian, falls du das jemals siehst, ich liebe dich. Kann das bitte mal jemand in den Mainstream weiterleiten? Ja, natürlich. Grundsätzlich ist, wie gesagt, ein movement-basiertes Game mit wieder Sprüngen, Wallruns, also ist es in die Richtung von Titanfall 2. Natürlich nochmal ein gutes Stückchen anders, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Hauptpunkt hier ist, es ist so ein Cyberpunk-Spiel und anstatt mit Skr -skr -bra -bra Schusswaffen hat man halt ein Schwert. Und man selber ist ein One-Hit, aber auch die Gegner sind ein One-Hit. Und da gilt es dann mit den verschiedensten Bewegungsmöglichkeiten durch das Game zu kommen, ohne zu sterben. Also Leute killen und dann von A nach B kommen. Es ist eine Mischung aus einem schweren, etwas schwereren Parcours-Game und einem, sagen wir mal, Shooter. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn der Timer startet? Ich muss nämlich das Sketch hier noch schnell anpassen. Ja, klar. Absolutely. Taking a look at that incentive, we are doing the Void Dragon Surugia. Nice. Wise choice, my favorite. Okay, wir hatten Incentive und zwar geht es darum, dass man verschiedene Schwerter hat und die, ja, ist halt einfach nur ein Skin. It's going to be an in-game pickup that we get. This is the infamous unskippable cutscene at the beginning of the game that every runner has watched way too many times. And this poor sod that just dies instantly. Every single time. So time is in 3, 2, 1. All right, and so we're off. Okay, Timer startet. Okay. Okay, ich muss ja erklären. Es passiert viel. Und zwar können wir springen, rennen, dashen. Und es passiert gerade mega, mega viel. Also ist eigentlich ziemlich alles ziemlich selbsterklärend, was dort passiert. Ne? Wenn man an der Wand springt, kann man an der Wand entlanglaufen. Wenn man springt, springt man. Man kann dashen, man kann einen Dash in der Luft machen und einen am Boden immer regelmäßig einen, der in der Luft, der Dash, den muss man immer aufladen. Ja, wir haben genug Zeit, um das zu erklären, aber das passiert die ganze Zeit. Ist halt nur wirklich scheiße viel, was da passiert. Es gibt verschiedene Sprünge, ne? Es gibt verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten. Natürlich kann man dashen, man kann springen, man kann sliden. Wenn man das hintereinander macht, dann kriegt man gewisse Geschwindigkeitsboosts, ne? Normale Renngeschwindigkeit ist 10 Meter, beim Dash geht es bis zu 20 Meter. Bunnyhoppen geht nicht immer. Also, es sind so viele Möglichkeiten. Hat 20 Meter pro Sekunde, beim Sliden geht es bis zu 17 und es geht natürlich immer darum, so viel Momentum wie möglich mitzuholen. Bunnyhoppen geht nicht so richtig, ein bisschen kann man behalten, aber es gibt natürlich bessere Sachen. Es gibt, nachdem man von einer Plattform geht, eine gewisse Zeit, die wird in den Runner Terms Coyote Time genannt. Das ist eine kurze Zeit, nachdem man von einem Rand geht, dass man dort noch die Möglichkeit hat zu springen. Und wenn man das mit einem Sprung verbindet, kriegt man ein bisschen weitere, bisschen mehr Momentum und springt weiter.
Und das kann man alles verbinden. Es gibt einen Ledge Boost, das heißt, ich gehe an eine Ecke und springe davon weg, kriege ich ein bisschen Boost. Ein Slide Jump, ich slide und ich springe. Es gibt die Möglichkeit zu dashen, sliden und dann zu jumpen. Und es gibt auch von Ledges, wenn man an eine Ledge slidet und dann springt, kriegt man nochmal extra. Maximale Movement Speed, soweit ich weiß, ist 40, wenn man es nicht irgendwie noch extra macht. Also 40 und das verliert man halt ziemlich schnell. Es gibt auch ein paar, sagen wir mal, Sprungplattformen, die einen hochschleudern und man kann nach vorne, ja, man kann dagegen gehen, man wird hochgeschleudert, man kann nach vorne circa in die Richtung zielen. Aber was sie herausgefunden haben, wenn man sich umdreht und immer wieder S anfängt zu tappen, dann fliegt man einfach viel weiter nach hinten. Sozusagen gleitet man schon, weil das Spiel das nicht so richtig checkt, weil das will einen die Bewegung eigentlich reduzieren, aber wenn man rückwärts ist, reduziert das immer mehr. Man kriegt da keine übertrieben mega krassen Geschwindigkeiten, aber da kommt man schon ein gutes Stückchen weiter, als man sollte. Da gibt es auch von dem ganzen Run gibt es halt so unglaublich gute Tutorials. Also hatte ich mir die ganze, da gibt es für jeden Jump, jeden Boost, das komplette Movement von Beginner zu Fortgeschrittene, gibt es da übertrieben mega gute Tutorials, wo alles mit Video und alles beschrieben ist. Oder Naga 50 ist das maximale Geschwindigkeit. Aber es gibt so unglaublich viel Zeug. Oder auch wenn man springt höher, wenn man ein Hochsprung-Pickup, nenne ich es mal, also wo man höher springen kann, wenn man das aufnimmt, springt man hoch, dasht mal wieder in den Boden und springt dann wieder. Je nachdem, wie man den Sprung timet, springt man höher. Oder wenn man das Ding aufnimmt, sich gegen eine Prop stellt oder eine Wand oder irgendwas und dann springt, kriegt man die maximale Höhe. Also es ist halt schwer, alles während des Runs zu genau den Sachen, wann es passiert, zu erklären, weil es halt wirklich so viel ist. Aber wie gesagt, da gibt es ein mega geiles Google Doc, da ist alles drin. Also das ist das beste Google Doc, was ich jemals zu einem Run gesehen habe, außer Titanfall 2. Da gibt es halt extrem viel. So. Jo. Weißt du, an was mich das Spiel sehr hart erinnert? Nö. Mirror's Edge. Ja, in der Richtung ist es ja natürlich auch, ne, diese Movement-basierenden First-Person-Spiele, ne, und da sind die Communities halt immer ziemlich, ziemlich krass. Oh ja. Was ich noch da sagen wollte, was hatte ich noch eben? Ach so, ja, es gibt auch einen Grapple-Hook. Wenn man den grappelt und sich ziehen lässt, kommt man zu einer anderen Plattform, ist klar. Aber wenn man sich grappelt, dann mit dem Schwert schlägt, dann wird die Animation 300 Millisekunden schneller, aber man hält das Momentum. Und das macht man eigentlich bei jedem Grapple, schlägt man dann. Ja, also es gibt auch die Möglichkeit, wir haben ja auch die Gegner, wenn man ein bisschen von denen wegslashen, werden die zwar gekillt, aber es gibt nicht dieses... Ich locke an einen Gegner und schlage den dann, was unser Fahrt ein bisschen beeinträchtigt, sondern wir versuchen ein bisschen weg davon zu schlagen, damit unser Fahrt nicht so, unser Gesicht nicht irgendwo, boah, ich muss jetzt auf den Gegner locken, hau den dann und komplett gucke ich in eine andere Richtung und muss wieder umdrehen. Dafür schlägt man dann ein bisschen auf Seite. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist Tetris. Das ist so unser Art Skill Tree. Man kann ihn abusen, indem man einen Jump macht, dann das Tetris wieder oder Jump macht, einen Dash macht oder seine zwei Dashes macht, das Skilltree aufruft, das Tetris ein bisschen bewegt, wieder loslässt, wieder aus dem Pausenmenü rausgeht, kann man wieder zweimal dashen. Das kann man immer wieder machen. Aber die Runner haben noch keinen guten Punkt gefunden, wo man das machen könnte. Und hier sieht man das S-Tapping. Jo, das war das S-Tap. Der hovert dann sozusagen und der verliert nicht so schnell an Höhe.
Man kann während des Sprungs oder des Dash-Jumps kann man auch Crouch drücken, dann wird man richtig auf den Boden gesogen, falls mal man schneller runter möchte. Hier, das ist der Updog. Man hat so einen Trigger, also ein, wie heißt der? Nicht Audio Cue, sondern ein Visual Cue. Wenn man den trifft, springt man, wenn man aufkommt, springt man nochmal, kriegt man ein bisschen Höhe und kann sich dann direkt direkt hochziehen. Nie gab es eine bessere Bezeichnung für einen Moonwalk. Ja, S-Tap nennt er sich. Weil man tappt S. Und zwar viel. Man muss es aber lernen. Es ist nicht einfach nur Mashen, sondern man fängt an, irgendwie langsam zu drücken und wird dann immer schneller, so wie ich das von den Dingern gehört habe. Also es ist time-based. Ja, man muss auf jeden Fall Timing. Umso schneller die Geschwindigkeit, umso schneller muss man das auch tippen. Mhm. Ich glaube, ich muss ja noch eine Pepsi holen. Aber wie gesagt, man braucht hier, also wer das Spiel spielen will und die Story erleben möchte, kann das machen. Hier kriegt man sowieso nichts mit. Es ist halt alles so extrem schnell, so extrem schwer. Also für Beginner würde ich sagen, es ist nicht so geeignet. Aber wenn man sich mal eine Challenge geben möchte und einfach mal wirklich gutes Movement hat und wo der Speedrun wirklich sehr viel Skill, also extrem viel Skill braucht, dann ist das Game auf jeden Fall was echt Gutes. Ja, Casual ist es auch nicht einfach, ne? Ja, natürlich ist das klausurrelevant. Wir werden alles am Ende des Events abfragen. Naja, auf jeden Fall spaßig ist es, ne? Sagen wir es mal so, ich bin halt kein Souls-Fan. Aber viele sagen ja, die Schwierigkeit macht auch das Spiel dementsprechend aus. Ich bin halt so jemand, ich bin casual, ich möchte mir, wenn ich ein Spiel spiele, so in die Richtung, möchte mir die Story ansehen. Und wenn es mir dann zu schwer ist, dann verliere ich ziemlich schnell die Lust. Also ich bin generell halt auch ein Spieler, der Story genießen möchte, weswegen ich auch so gerne RPGs spiele. Ja, genau. Und, so. Also für mich wäre das Spiel halt in dem Sinne halt nichts, weil das Gameplay wahrscheinlich einfach viel zu hart für mich wäre. Ich muss aber sagen, man hat ziemlich viele Abschnitte, ziemlich viele Checkpoints. Das heißt, man kann ziemlich schnell das nochmal versuchen. Und es ist nicht dieses Bonfire-System oder dieses Checkpoint-System wie in Dark Souls, wo man wirklich, wenn man da was verkackt, wieder alles nochmal neu macht. Hier ist es okay, hier habe ich, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden dann verpasst und versuche es einfach nochmal. Es ist, man kann es auch fast mit einem Rennspiel sozusagen dann vergleichen. Man startet dieselbe Strecke immer und immer wieder und versucht dann immer besser zu werden, weniger Fehler zu machen und dann durchzukommen. Naja, das klingt auch nach einem Souls. Ich erinnere mich an Alice Madness Returns, da hatte man es so ähnlich gehabt mit vielen von den Leveln, wo man durch ist. Dass man halt immer bis zu einem bestimmten Punkt, wo halt ein Checkpoint gesetzt wurde. Und je nachdem, wenn man dann nach dem Checkpoint gestorben ist, wurde man halt an die Stelle dann zurückgesetzt und musste nicht das ganze Level nochmal machen. Genau, so in diese Richtung. Also man kann es machen, es ist halt hier wird gesagt, Trackmania, nicht unbedingt so, es ist halt wie gesagt, man hat einen Raum, ne? Man hat, sagen wir mal, ein, zwei Räume, das sind so und so viele Gegner und der Weg. Und dann hast du x Möglichkeiten, das zu machen, und wenn du es nicht hinkriegst, dann versuchst du halt was anderes. Ist halt ziemlich schnell, bist du wieder da, wo du warst. Du kannst dann immer einen Punkt machen, hat nicht funktioniert, Punkt machen, der hat funktioniert, und dann versuchst du den zweiten Part zu machen. Der zweite Part hat nicht funktioniert, aber den ersten hast du schon drin. Den ersten kannst du dann immer wieder gleich machen und dich dann für den zweiten vorbereiten. Und ich habe auch gesehen, ich mag diese Art von Speedruns deutlich mehr als diese 5 Stunden lang, wo man von A nach B unterwegs ist. Klar, das ist alles Geschmackssache. Ne, ich kann mir, manchmal habe ich einfach Bock auf lange Speedruns von, sagen wir mal, Final Fantasy 8 gucke ich mir gerne an. Weil ich es kenne, weil ich die Musik mag und die Story angenehm finde. Finde ich einfach gut zum Nebenbei oder zum Einschlafen. Mega geil. Ne? Dann möchte ich auch, dass der Speedrunner mir da ein bisschen was erklärt. Und wenn ich wirklich selber runne oder
aktiv Speedruns schaue, dann ist es eher so Mirror's Edge, Titanfall, Ghost Runner wie jetzt. Also das sind so die Dinger, wo ich sage, das ist halt genau mein Bier. Und da so Sachen run ich auch selber. Hier, das wäre mir tatsächlich zu schwer. Aber so Sachen wie, wie gesagt, Titanfall 2, Mirror's Edge, die ein bisschen langsamer sind, wo extrem viel Movement gefragt ist, das ist halt genau mein Ding. Ja, und dann auf der anderen Seite hast du Leute, die halt RNG einfach lieben. Oder einfach sehr masochistisch veranlagt sind, dass sie sehr viele RNG-Heavy-Speedruns lernen. So, ja, ne? Und die auch gucken Beispiel und lang gucken, sowas wie Persona oder so. Naja, gut, Persona ist jetzt aber nicht RNG-heavy. Also du hast die Encounter zum Beispiel in Persona 5, die kannst du ja umgehen. Das ist, also da ist wirklich... Stimmt, wir haben ja einen Step-Counter. Da ist relativ wenig RNG. Ja, von Sartox unter anderem auch. Also die Struggler sind ja auch dafür bekannt, dass sie gerne RNG-heavy-Games run. Kurzer Zwischenruf, Handy. Ja, guck ich gleich. Abgelehnt. Ich zum Beispiel habe, wo El Magos noch Final Fantasy 9 gerannt hat, der geht ja auch 10 Stunden gut, der Run. Den habe ich ganz oft nebenbei laufen lassen gehabt und wusste aber dann auch, welche Stellen sind interessant, welche nicht. Und wo ich dann hingeguckt habe, wie sieht das mit der Zeit aus, wie viel hat er verloren und alles drum und dran. Also auch lange Speedruns haben so ihren Vorteil. Auf jeden Fall. Perfekt, perfekt zusammengefasst, ne? Das Schöne an der Gamer-Community oder auch Speedrunner-Community, dass wir alle so verschieden sind, aber dennoch das Gleiche toll finden, ne? Ne, das Gaming verbindet, auch wenn man verschiedene Geschmäcker hat. Ich kann genau so jemand, kann ich sagen, hey, cool für dich, ne? Bin ich jetzt nicht so ein Hater von, wenn jemand Souls-like gerne spielt, da denke ich mir, oder Rogue-like, bin ich auch kein Fan von. Aber wenn ich jetzt Leute sehe, die das zocken, sage ich, oh klar, hey, wenn du Spaß dran hast, gerne. Ich kann sehen, warum die Games gut sind für Leute, ist aber nichts für mich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ey, yo, du bist jetzt, bitte hasst mich nicht, sondern die anderen. Wenn jetzt jemand sagt, yo, ich bin Bayern-Fan, dann mag ich den nicht, obwohl wir beide Fußball mögen. So, und das finde ich an der Gamer-Community einfach klasse, dass die einfach unter einer Kappe ist und nun man sich eigentlich so gegenseitig immer eigentlich mag und gerne miteinander zu tun hat, weil Gaming halt mehr zusammenschweißt als Fußball, finde ich. Das sollte jetzt kein Front... Eigentlich soll es ein Front gegen Bayern, Leute, das wollte ich echt nicht. Aber wie gesagt, kein Front an Bayern-Fans. Jeder kann den Club mögen, den er will. Aber ja, das ist so die Zusammenfassung. Und hat er schon recht, Gamer Unite. Und Gamer Unite, wenn ihr auch nicht nur für die Gamer, sondern auch für einen anderen guten Zweck was tun wollt. Und zwar sammeln wir Spenden für Ärzte ohne Grenzen. Und ihr könnt, wenn ihr noch was habt, einfach mal reinschmeißen. Die machen saucooles Zeug, ne? Die helfen in Notsituationen, sind die immer, immer, immer für die Leute da und helfen da medizinisch aus. Das sind wirklich unglaublich klasse Menschen und jeder Cent tut wirklich was Gutes. Wenn ihr dann sagen wollt, okay, ich habe was gespendet und ihr wollt auch, dass wir das euch vorlesen, wenn ihr irgendwie wollt, dass Yuki oder ich euch das vorlesen, in der Spende vor den Namen ein GER, ein Gustav Emil Richard, davor schreiben und eine Mod oder uns Bescheid geben, dann ja, können wir euch das gerne, gerne vorlesen. Aber wie gesagt, ist kein Muss, wenn ihr Bock habt, spendet. Es geht wirklich, wirklich an einen sehr, sehr guten Zweck und würde mich auch grundsätzlich freuen. Von mir kommt auch noch was, nur suche ich noch einen richtigen Zeitpunkt, weil immer Arbeit, aber da werde ich auch auf jeden Fall noch was spenden. Genau, Spenden und Ärzte sind dann die Commands. Ist für euch bereit. Yuki guckt da ab und zu mal rein. Hi. Yuki guckt da ab und zu, okay. Yuki hat immer wieder mal ein Auge drauf, also... Ich hab's auch auf. Nee, ich hatte es auf, aber ich hab's wieder geschlossen.
Ja, ansonsten ist es so, dass das Game grundsätzlich beschrieben. Und wie gesagt, die Story habe ich mir nicht angeguckt. Ich wollte das Game auch noch spielen. Dafür ist es mir dann wirklich zu wichtig. Jetzt mit Horizon Zero Dawn, das werde ich lange nicht spielen können. Hier, das ist ein Game, da kann man sich mal 20, 30 Minuten dran setzen und dann wieder von wegkommen. Während bei Horizon Zero Dawn, dann muss man halt lang zocken. Deswegen war es das okay, dass ich mich gespoilert habe. Aber hier möchte ich unbedingt gar nicht viel mitbekommen. Aber die Story ist ganz gut und auch nicht zu detailreich. In Wikipedia sogar zusammengefasst, wenn ihr euch mal informieren möchtet. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, geht auf speedrun.com, geht auf Ghostrunner und geht auf Resources. Da ist dann dieses Google Doc und das ist halt einfach unglaublich gut. Wie gesagt, für jeden eine Ledge Boost, Slide Jump, Dash, Slide Jump, Super Dash, Slide Jump, Wave Dash, Instant Grapple, Moon Jump, Airground Dash und Double Dash. Nicht das Game. Ist alles erklärt für Coyote Time, Ledge Boost, Updog. Ist wirklich jeder Pissrest ist einfach erklärt. Kann man eigentlich alles speedrunnen oder gibt es Ausmachen bzw. Genres, wo sich nicht möglich ist? Du kannst alles, also solange du dir ein Ziel setzen kannst, was du in der Zeit erreichen kannst, absolut kann dir mal jetzt ein, sagen wir mal, Autoscroller hast oder sowas, oder ein ganzes Game, was Autoscroller ist, ey, dann suchst du halt irgendeine Challenge da drin und machst die Challenge dann. Ich meine, ich runne ja ein Rhythm Game. Und bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir lange Zeit darüber diskutiert haben, wie die Kategorien aufgebaut werden. Und wir haben die Kategorien konsolentechnisch unterschiedlich aufgebaut, je nachdem, welches Spiel halt gerannt wird. Und auch da haben wir es geschafft, ein Ziel zu finden, bei dem sich alle einig sind. Es ist zwar RNG Hell plus, aber es funktioniert und eben. Ja. Muss eine Community dahinter stehen, Regeln machen und die auch dementsprechend einhalten und auch bearbeiten, falls es nicht mehr aktuell ist. Genau. Es gibt einen Speedrun für freaking Cluedo, KickW. Ja, der ist aber, ich starte das Game und klicke ganz schnell. Ich habe den mit der Waffe in dem Raum und muss hoffen, dass es richtig ist. Der geht dann unter einer Sekunde oder knapp eine Sekunde. Und ja, du musst irgendwie den Typ mit der Wrench in dem Raum, ne, alles unten rechts in der Ecke, klickst du ganz schnell hintereinander und hoffst einfach, dass RNG, dass es richtig ist. Wenn nicht, startest du neu, klick, und ja, das ist Cluedo. Naja, also, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Games zu zocken. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Nagakuga sagt, okay, ich zocke Ghostrunner, sieht cool aus. Wird gezockt. Und irgendwann ist das Spiel durch. Dann sagt man, oh, das Game war geil, ich möchte aber mehr spielen. Einen mache ich 100%, wird gezockt, zack, 100%. So, ich habe das Spiel durch, es gibt nichts mehr für das Game. Aber ich habe trotzdem Spaß noch an dem Spiel. Anstatt das einfach wieder neu zu spielen und dass es irgendwann langweilig wird, sag mal, yo, ich spiele das Ding einfach so schnell wie möglich durch. Finde Tricks, finde Glitches und da kann man sich immer verbessern. Die Zeit kann man immer verbessern. 100% ist irgendwann 100%. Aber Speedrunners sind halt nie wirklich perfekt. Also manche sind theoretisch perfekt, manche Sachen, klar. Aber die sind halt wirklich die absolute Seltenheit. Und ja, deswegen ist halt das Speedrunning da. Und da einfach, ich würde sagen, Speedrunning ist entweder einfach nur ein Hobby, weil man Spaß dran hat, oder einfach nur, um die Spaßzeit und Spielzeit von einem Game extra zu verlängern, weil man es liebt. Also, alle Games, die ich zum Beispiel speedrunne, habe ich casual wenigstens an die 300-400 Stunden gespielt. Wirklich, alle. Jo, ne, also ich habe kein Spiel, was ich 300-400 Stunden gespielt habe, außer MMORPGs. Also doch, also gerade Diver habe ich, glaube ich, mittlerweile über 1000 Stunden. Dotek, wenn du das komplettierst, bist du gut und gerne bei 200 Stunden plus. Bei einem Durchlauf von allen vier Teilen. Bitte was?
Und ja, das ist das ist halt, wie gesagt, das kann sehr schnell gehen, dass sich da die Stunden anhäufen. Und meine Project Diver zum Beispiel trainiere ich jeden Tag wenigstens 1 bis 2 Stunden, damit ich die Songs halt wirklich, sind ja halt irgendwie 258 Songs. Uff. Und ich spiele ja die Hard-Kategorie. Das ist, jeder Song muss auf Perfect geschafft werden, der random ausgewählt wird und wenigstens mit 100%. Und ja, bei 258 Songs könnt ihr euch vorstellen, dass das dauert eine Weile, bis man die alle drinne hat. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, auch so 600, 700 Spielstunden in dem Spiel und bin immer noch bei manchen Sachen am Struggeln. Also von daher. Aber ich habe einen Run. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Run einzureichen. Das, wie gesagt, ich habe schon einige Runs für Titanfall 2 gemacht, nie geschafft, einen einzureichen, weil immer Probleme mit Aufnahmen gibt. Gab. Und mittlerweile bin ich einfach zu. Ich habe in den letzten paar Jahren leider immer viel, viel, viel weniger Zeit für Gaming, wegen der Arbeit. Aber das sollte sich in der nächsten Zeit ändern, weil ich ja einen neuen Job habe, umziehe. Und ja, das, ja, ändert ein bisschen dann die Zeiten, die ich habe. Dann kann ich wahrscheinlich mehr zocken und dann wird es vielleicht wieder mehr mit Streaming, mehr mit Speedrunning, weil auch wenn ich in den letzten Jahren wirklich extremst wenig gemacht habe, ist da die Liebe für Speedrunning nie weggegangen. Gerade eben hat man einen sehr extrem, sagen wir mal, interessanten und viel skippenden Sprung gesehen. Und zwar skippt man dann ein gutes Stückchen vom Level. Gerade eben war ein Wallrun, hat das halbe Level einfach geskippt. Aber hier war es noch zusätzlich, dass man dann in diesen Zug, der eigentlich erst rauskommt, reinklippt, obwohl der noch nicht richtig offen ist. Da kann man sich aber dann schon sozusagen reinklippen und hat auch ein gutes Stückchen von dem Level geskippt. Also es geht von, ich laufe an der Wand entlang, wo die Devs nicht erwartet haben, dass ich da hinkomme, da laufe ich da lang, komme da hin, habe das halbe Level geskippt zu. Ich springe jetzt schon, bevor der Zug irgendwo ankommt, wo er hin soll, wo ich ihn dann treffen kann, springe ich da schon hin und glitch mich in den Zug, um dies und das und jenes zu machen. Und ja, also wie gesagt, es gibt auch einen Skilltree. Der Skilltree, da kann man sich mehr Dashes machen, schneller machen, also einfach nur das Movement nochmal verbessern und verschnellern. Laut WR-Command ist das im Übrigen auch der Weltrekordhalter, den wir hier sehen. Was würdest denn du sagen, wie ist denn er ungefähr in der Zeit? Weißt du das? Ich habe jetzt nicht viele Fails gesehen, also absolut WR-Zeit wird es nicht. Dafür muss er halt komplett in seiner Zone sein, gerade bei sowas. Ich habe auch schon ein paar Fails gesehen. Es ist auf jeden Fall schon ein Top-Run bisher. Also man müsste schon, sagen wir mal so, 300 Runs gemacht haben, um auf diese Pace zu kommen. Also ist schon extrem high-skilled Gameplay, aber nix. Was heißt nix? Also wenig gegen PB und Weltrekord. Aber ist wirklich extrem hohes Skill-Level, was er hier macht. Ja, also generell, man darf halt auch nicht vergessen, das Ganze ist ja auch live vor keine Ahnung, wie viel tausend Zuschauer da im Mainstream sind. Also 72. ja, das ist auch nochmal Nervosität mit zu verschulden und Holy. Wolle, ja. Ja, und grundsätzlich, es geht ja um das Game den Leuten schmackhaft zu machen, um das Game zu zeigen. Wir haben den Skin jetzt aufgehoben, den wir eigentlich im normalen Speedrun nicht aufheben. Das war halt das Incentive, dass wir diesen Skin für die Waffe holen, ne, weil er einfach cool aussieht. Und ja, es geht jetzt ums Zeigen. Und ganz ehrlich, die Runner von so Games, die machen halt super duper gerne Schabernack. Zum Beispiel Lemura hatten beim Dragon Age Inquisition Run, hat er unbedingt ein dumm Trollzeug, was kein bisschen schneller ist, vielleicht eine halbe Sekunde, wenn überhaupt,
Hat er extra 5, 6, 7 Mal versucht, hat seine richtig geile Zeit damit sozusagen kaputt gemacht. Einfach nur, weil er den Schabernack zeigen will. Einfach nur, weil es Bock macht. Ne? Ja, und das, ich kenne das aber machen auch sie gerne. Von vielen Zelda-Speedrunnern, dass sie teilweise auf Marathons ein paar Tricks halt zeigen, die jetzt nicht unbedingt Zeit sparen, aber sie halt einfach zeigen wollen, weil sie cool aussehen. Und weil sie halt auch zeigen, was man mit dem Spiel eigentlich alles machen kann. Ja. Da gibt es verschiedene Art von Runnern. Manche Runner machen so schnell wie möglich das Game durch, haben dann noch ein bisschen Zeit und zeigen dann noch ein bisschen Mist, weil wenn sie noch ein bisschen Zeit haben. Oder irgendwie, keine Ahnung, in den Communities, wo ich drin bin und auch Brian halt ziemlich viel drin ist, weil der irgendwie, keine Ahnung, jedes Game, was ich feiere, wo ich denke, oh, das Speedrun, hat da schon eine PB drin und ist halt unter den Top 10 oder so. Die machen halt super gerne Schabernack. Also die spielen das Spiel halt extrem viel, kennen sich saugut aus, die sind auch extrem schwer, aber die machen halt so viel Bullshit mit den Games, weil es halt einfach Fun macht. Und denen sind jetzt die haben ihre Zeit, okay, ich mache jetzt einen Weltrekord, jetzt halt die Schnauze, jetzt ist erstmal Ruhe, ne, da ist nicht viel Schabernack, aber es gibt auch Zeiten, wo die dann einfach nur Scheiße bauen. Ja, ich kann mich noch an einen Run erinnern auf dem RPG Limit Break von Kingdom Hearts 2 Final Mix, glaube ich, war das, von Biscuit. Der hat vorher angekündigt, er wird sich den Weltrekord holen auf dem RPG Limit Break. Fun Fact, er hätte sich den Weltrekord wirklich geholt. Das Problem ist, dass die Konsole einmal abgeschmiert ist. Nein! Dadurch war es ein Pleist Run gewesen und der Rekord war ungültig. Schade. Naga, wenn du Titanfall 2 gespielt hast, dann schickst du mir einen Screenshot davon und dann darfst du ein kostenloses ARA von mir abholen. findet man Glitches oder Bugs eher zufällig oder gibt es aktive Toten, die man sucht? Grundsätzlich ist es teils. Also wenn jemand wirklich Bock drauf hat, das zu speedrunnen und das wirklich maximal rausholt, dann sucht er aktiv nach sowas. Der kennt das Game dann dementsprechend schon, ziemlich gut. Oder manche Sachen werden halt einfach echt aus Versehen gefunden. Zum Beispiel war bei Dragon Age Inquisition, irgendwann hat man dieses Speedrunner-Denken, bei Dragon Age Inquisition bin ich mal einfach mit meinem Pferd rumgeritten und dachte so, ja, wie können wir das speedrunnen, hier sind ein paar geschlossene Sachen, wie komme ich durch? Dann habe ich gemerkt, dass wir immer rechts vom Pferd absteigen, immer, egal was. Da habe ich mir das Pferd geholt, habe es mit seiner rechten Flanke direkt neben einer Tür, neben einem Tor geparkt, bin ausgestiegen, war durch das Tor durch, was erst aufgemacht werden müsste im Laufe des Spiels. Ne, das sind so Sachen, die sucht man absichtlich oder guckt in den Code, okay, was passiert, wenn ich das und das und das mache, was passiert dann? Oder läuft halt einfach legit, es gibt Leute, die laufen durch die ganze Map, hüpfen an jeder Ecke dran rum und gucken, ob und wo man hoch kann. Ne, das seht ihr auch gleich bei Mass Effect 2. Da ist mir aufgefallen, dass wenn man ganz langsam an Ecken entsprechend lang geht, dass man einfach über die Map kommt. Zack, über die Map, Ende. Und man kann das meiste skippen. Also das ist der Mass Effect 2 Run. Und das ist halt so, das findet man aus Versehen und dann wird aus dem aus Versehen, ah, das funktioniert. Und dann sucht man es aktiv. Hm. Nintendo ist da auch so ein gutes Beispiel. Nintendo kann keine Kanten. So. Egal wie Nintendo in welchen Ecken oder Winkeln Kanten platziert, du kannst mit genug Geduld grundsätzlich an ihnen hochlaufen. Grundsätzlich. Versucht es mal in Zelda Breath of the Wild. Ich sag euch, es funktioniert. Ihr müsst nur die Geduld haben. Ja, wie Naga sagt, also manchmal gibt es auch von den Devs ein paar Informationen. Es gibt auch, glaube ich, für das Game ein Speedrun-Patch oder sowas. Also sie haben schon mit den Devs zusammengequatscht. Die haben auch die Demo teilweise mit den Devs zusammengespielt und denen ein bisschen erklärt und gezeigt, was hier möglich ist. Und Speedrun haben wir natürlich dann nochmal das Game so mal komplett auseinandergenommen mit den Geschwindigkeiten, die sie hier hinkriegen. Ne, Dash, Jump, Crouch, Dash, Slide, Jump, Crouch, Dash, Slide, Jump. Irgendwann hast du das einfach nur noch in Muscle Memory drin. Ne, ist genau wie bei Bunnyhoppen bei Titanfall 2 oder anderen Games, dass man einfach irgendwann das Movement so drin hat. Oh, ich hätte einen geilen Meme-Run, den ich mal zeigen könnte.
ein Blindfolded Fallout, sondern Far Cry 5 Run. Das wäre cool. Kann ich machen, also ich würde es nicht als Kanalpunkt der Challenge machen, weil nachher werden die Leute enttäuscht, aber das könnte ich mal als Challenge machen. Oh, Far Cry 5 in 10 Minuten. Meine Fresse, was hast du drin? Hast du noch Floppy Disk oder sowas? 6 Minuten. Kauf dir mal eine SSD. Darum geht's nur noch, die schnellere Festplatte. Ich würde es mit einem Guitar Hero Controller spielen, wenn du mir einen besorgst. Mache ich Far Cry 5 blindfolded mit einem Guitar Hero Controller. Ey, ganz ehrlich, wenn irgendjemand mir irgendwann mal ein Gamepad, ein Gamepad, eine Dance-Matte besorgt, dann spiele ich Kingdom Hearts auf Dance-Matte. No joke. Kann das jemand klippen? Mir lieb. Sich an diesen Sachen da zu hangeln, ist natürlich langsamer, als wenn man Wallruns macht. Deswegen überspringen wir Dinger und laufen immer an den Wänden entlang. Naga, das ist nicht schwierig. Das ist einfach nur ja, schnell. Also Casual, ja, Casual wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein. Ja, natürlich. Das ist übel, weil da wirklich sau viele Gegner sind. Er stirbt ja auch ab und zu mal, weil es einfach, wie gesagt, du bist ein One-Hit. Und schnelle Geschwindigkeit und noch Killen, das ist schon hart. Ja. Wie Mr. Mustache, meinen Sie etwa diesen hier? Das hier? Ich hab euch lieb, ne? Aber ich habe Angst davor, weil ihr das geklippt habt. Zweimal. Wow. Ja, also wir haben diesen Jump Link, ne, wo man größeren Jump bekommt. Haben wir aus einem Raum mitgeholt, bis zum nächsten Raum, sind dann gesprungen, hab diesen S-Tab gemacht, dass wir weiter nach hinten fliegen. Kann man sich vorstellen, circa wie wenn man einen Wingsuit aufmachen würde, nur rückwärts. Also so in die Richtung geht das dann und haben den kompletten Raum geskippt. Rose, es kann sein, dass ich mich gerade sehr, sehr hart in was rein manövriert habe. Sollte ich irgendwann die Tage eine Tanzmatte zugeschickt bekommen, ne? Glaub ich muss dann mal vorbeikommen. Nee, du musst dann mal einen Stream starten und Kingdom Hearts dann spielen. Ja, deswegen muss ich ja vorbeikommen. Rosa hat eine Kamera an ihrem Laptop. Oh. Ja, ist nicht mehr lang, dann haben wir es durch. Wie gesagt, ich kann auch nur immer wieder Half-Life 2 bei Mutant. Ja klar, wie du Bock hast. Wie gesagt, von der Story erzähle ich nichts, habe ich auch selber keine Ahnung, ich will es auch selber durchspielen. Aber es ist eigentlich grundsätzlich ist das Game rein Movement basierend. Ne, da gibt es jetzt nicht die man kann out of bounds, aber lohnt sich oft gar nicht. Und ist wirklich, wie komme ich mit dem mir gegebenen Movement am schnellsten und effektivsten zu den nächsten Triggern, die Story fortschreiten lassen, ohne dabei getötet zu werden, in ja schnellstmöglicher Geschwindigkeit, ne, mit Tricks A, B und C. Also, ja, ist halt einfach nur krank, das Ding. Der Didi hat gerade schon gepostet den Command, welche deutschen Runner teilnehmen und wer wann runnt, kannst du bei uns im Schedule nachgucken. Und Rose, ich brauche da nicht nur euren Fernseher, sondern auch euren kalten Laminatboden, so nach jedem Bossgegner. Ich mir erstmal hinlegen kann und erstmal 20 Sekunden verschnaufen kann. Das Movement ist so extrem, denke ich nicht, aber
Viele, viele der Tricks kannst du auch auf Konsole machen. Ja, ist einfach nur, Cutscene skippen. This is the only cyber void where you actually get your dash, and there's a very cool skip in this. I'll let you explain by now. Worauf ihr euch sehr freuen könnt, ist übrigens der Blindfolded Super Mario 64 Run. 70 Stars, ne? Ja, 70 Stars von Babsia. Das ist unglaublich genial, was der Mann drauf hat. Das erste Mal, dass ich mit Babsia in Kontakt gekommen bin, da hat er Pokémon Blau, glaube ich, gespeedrunnt. Und auch blindfolded, und das war schon absolut genial, wie er rein auf Audio Cues diesen ganzen Run gemacht hat. Und das nochmal bei Super Mario 64 zu sehen, er hatte, glaube ich, auf dem HDQ schon 16 Stars gezeigt. Er ist jetzt halt auf 70 Stars hochgegangen und es ist wahnsinnig genial. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch an. Hier hat man gerade eben gesehen, er konnte dort was grappeln, was eigentlich da ist. Ne, hat da auch ein gutes Stückchen von dem Level hier übersprungen. Hier, das sind so spezielle Sequenzen. Dort hat man normalerweise den Dash nicht, aber das hat man hier in diesem, sagen wir mal, nachletzten Level hat man den aber dementsprechend bekommen. Naja, haben wir über diesen gecheateten Run, haben wir, soweit ich weiß, auch drüber gesprochen in einem Podcast. Oh, Podcast, werde ich gleich Werbung machen, aber grundsätzlich, Ghost Runner ist damit vorbei. Richtig guter Run, wie gesagt, wir haben noch echt gut ein Stückchen Zeit über, aber wie gesagt, das Game ist halt einfach insane, weil direkt von Anfang an ist übertrieben schnell und viel und alles und hin und her. Also schaut euch auf jeden Fall speedrun.com, Ghostrunner, Resources und dann der Beginner's Guide, Everything You Need to Know to Get Started. Und da dieses Google-Document ist krass. Also da anstatt auf Introduction, Terminology, könnt ihr direkt auf Movement gehen und da ist alles mit Videos beschrieben. Also ihr müsst aber Englisch können. So, habt ihr alles für PC? Kann ich Controller spielen? Controller? Ja, musst ja nicht. Also 35,4 zu 38,33 ist trotzdem immer noch sehr solide. So ja, definitiv. Übertrieben gut. Also, wenn man guckt, dass es das Marathon ist. Und natürlich ist es ja dann zum Zeigen. Ne? Da haben wir aber auch drüber gesprochen. Das ist ja. Aber trotzdem halt nur nochmal zum Vergleich. Das ist absolut genial einfach, was dieser Dude drauf hat. Aber natürlich muss man sagen, wenn er stirbt, innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde, bist dann auch wieder sofort wieder am Start und kannst weitermachen. Ja. Naja, alles wird von den entsprechenden Communities, die ganzen Regeln werden dort gemacht. Zum Beispiel bei, auch wieder Dragon Age Inquisition, da haben die es sogar erlaubt oder wird sogar gemacht, dass man während des Runs einfach das Game sozusagen wechselt von Patch 1.0 zu dem aktuellen Patch. Na, man schließt das Game, macht es nochmal neu auf in einem neuen Patch. Viele würden das nicht erlauben, aber die Community hat gesagt, jo, wir wollen Item-Duping immer noch drin haben, das geht nur auf dem Patch, dann machen wir bis dahin, erlauben wir dann den Patch 1.0, bis das Item-Duping vorbei ist und dann machen wir den aktuellen Patch. Ja. Meistens wird ja die Version dann auch irgendwo angezeigt, sodass man das dann direkt nachgucken kann oder beziehungsweise nachvollziehen kann, auf welchem Patch gespielt wird. Mhm. Bei uns ist es ja zum Beispiel in Diver auch so, es gibt um die 30 DLC-Songs, glaube ich, insgesamt. Und bei uns ist es so, es gibt einmal die Community, die es halt komplett ohne DLC spielt und es gibt die Gruppe, die es halt mit allen Songs wirklich spielt. Also es ist Wahnsinn teilweise, was da auch für Unterschiede sind. Obwohl die Zeiten sich relativ ähneln, muss man dazu sagen.